oder ihr guckt es euch bei euch zu Hause an. Immer wieder und sagt, das waren ein paar Tage. Ich denke schon, er ist ja Was ihr macht, ist überflächen, scheinbar. Und er hat Angst vor der Überfläche auch. Es tut mir leid, geh nach Hause. Die, unsere Haare sind Ausdruck von unserer politischen Einstellung. Ich hatte vor 3 Jahren Krebs und ich hatte eine Glatze. Ich brauche keine mehr. Ich habe es unendlich gelesen. Genau. Und Sie wollen nicht damit zu tun haben. Ich verstehe das vollkommen. Weißt du, nur verhinderst du diese Leute nicht. Du unterstützt diese Leute. Echt? Ja, auf jeden Fall. Weil das ist genug, dann muss man nichts anderes machen. Komm, mach eine Glatze. Spinnst du? Schneide nicht meine Haare ab. Ich glaube, es geht los. Ich weiß aber, mitlaufen. Millionen auf die Straße. Was habt ihr geschafft? Gar nichts. Wir haben nichts Riesengroßes geschafft. Wir haben es nicht geschafft, die Welt zu verändern von heute auf morgen. Nicht heute und morgen. Wir können auch heute nur ein Zeichen setzen. Aber Irakkrieg ist passiert. Trotzdem konnte man kein Plan ändern. Und deshalb, ich finde das schade, überflüssig, dass man so dagegen ist. Damals nicht, aber die Gegenbewegung auf der ganzen Welt, die Stimmung der Bevölkerung war gegen den Irakkrieg. Und das hat sich ausgewirkt auf die US-Wahlen, das hat sich ausgewirkt auf das Klima. Bestimmt nicht. Lass mich dir mal was erzählen. Das ist in Ostdeutschland. Ich will was sagen. Ich war gestern gerade auf dem Kongress, wo jemand war, die als Streetworkerin mit Bahnhöfe drin rumläuft und mit Leuten spricht, die da leben. Das Problem, was ich hier mit den Antifa-Leuten habe, ist, vor allem, wenn ich diese Plakate sehe, wo diese Hakenkreuz mit einer Faust drauf oder einem Stiefel drauf sehe, dann merke ich, und da habe ich echt sehr stark das Gefühl, dass sie die gleichen Symbole brauchen wie die Nazis. Ja, die sind von denen genauso abhängig, von diesen Symbolen. Sie definieren sich, das Problem ist, sie definieren sich eben einfach nur negativ. Ja? Ja. Sie definieren sich über die Existenz der anderen sozusagen, und wenn die nicht mehr da wären, dann werden sie damit auch aufgelöst, weil sie keine positive Identität sind. Aber so kommt es mir vor, ich weiß nicht. Doch. Der dritte Weltkrieg. So naiv sind sie auch bereit, Sachen zu machen, die unmenschlich sind. Doch.
absolut davon überzeugt, jeder von uns könnte zum Monster werden.